Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Damen und Herren. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Valhazia in meiner wunderschönen, tatsächlich wieder intakten Welt. Und heute geht es mit sehr vielen wilden Dingen weiter. Gestern war die Minecon live, die Minecraft live, die ursprüngliche Minecon, in der das neue Update vorgestellt wurde. Ich habe es live im Stream angeguckt und es war wirklich ziemlich cool. Es gibt eine Sache, die mich sehr gefreut hat. Und zwar wird es in Zukunft Kupfer in Minecraft geben. Es kommt ein Kupfererz in Minecraft. Mein Modpack-Herz schlägt ganz toll. Es ist ziemlich cool. Es kommt so ein paar Modpack-Features und sowas mit dazu, was wirklich ziemlich nice ist. Aber wir wollen natürlich in Valhazia weitermachen. Es hat sich nämlich wieder sehr, sehr viel getan in der Zwischenzeit. Ich habe die Productive Beast Mod komplett rausgeschmissen. Ich habe sie einfach gekickt. Ich habe einen Arschtrick gegeben und sie ist nicht mehr da. Die Mod war nämlich irgendwie ein bisschen buggy, ein bisschen nicht ganz so cool. Sie war cool, aber nicht ganz so cool. Das heißt, auch hier sind die Beehives und sowas alles weg. Sie haben zwar schon was produziert, aber die Mod gibt es nicht mehr. Dafür gibt es eine neue Mod, die ein bisschen mehr Arbeit war, aber dafür funktioniert sie cooler. Sie sieht cooler aus und sie hat ein paar mehr Features. Die Rede ist von nichts geringerem als der Resourceful Bee Mod. Das ist das Ding hier. Ihr seht, hier gibt es zum Beispiel auch so einen Bee Smoker. Es gibt eine Zentrifuge. Es gibt einen Honey Generator mit RF. Und es gibt sogar einen Zentrifugen-Multiblock. Also eine große Maschine, mit der man praktisch die Sachen benutzen kann. Und es gibt sehr, sehr, sehr viel mehr Bienen. Die muss man hier alle manuell hinzufügen. Aber ging trotzdem tatsächlich relativ fit. Das heißt, das sind alle Bienen, die wir jetzt haben. Wir haben jetzt eine natürlich alle Ressourcenbienen, das heißt sowas wie Diamond, Emerald, Nickel, Osmium haben wir sogar, Eisen, Lead, Kohle und natürlich eine Biene, die mir davor schon gefehlt hat, die Urananit-Biene. Uranium und Urananit. Das sieht weird aus. Normalerweise werden da Sachen dann gezeigt. Ich muss mal ganz kurz nochmal auf den Singleplayer connecten. Okay, also in dem Grund funktionieren die Rezepte auf dem Server nicht. Passt natürlich sehr gut dazu, dass ich gerade gesagt habe, hey, die Mod funktioniert sehr viel besser als davor. Ich guck mal nochmal nach, warum das Ganze so ist. Vielleicht habe ich irgendeine Config oder sowas eingestellt, wer weiß. Aber die Bienen spawnen jetzt praktisch einfach, also teilweise spawnen die Bienen einfach mitten in der Welt, aber natürlich nur in neuen Chunks. Das heißt, ich bin schon mal wohin geflogen, nach hier oben, glaube ich. Genau, nach hier oben bin ich geflogen und da waren dann auch schon die neuen Bienen. Das heißt, sowas wie eine Zombie-Biene und sowas. Das heißt, manche Bienen kann man züchten und andere Bienen findet man wieder. Das ist, glaube ich, einfach eine Vanillabiene. Und man muss natürlich die ersten Bienen finden, ganz normal. Und danach kann man die anderen Bienen wieder züchten. Ich weiß gar nicht, ob es hier irgendwie, ob es hier auch so eine Art Capture-Net oder sowas gibt. Ah, es gibt einen Beater. Okay, und damit können wir da wahrscheinlich die Bienen einpacken und dann eben zu uns nach Hause praktisch mitnehmen. Oh, und wir haben natürlich kein Problem mehr mit tausenden Bienen, die sich hier irgendwie verhängen. Und here you go. Hier ist zum Beispiel eine Chocolate Mining Bee von Resourceful Bees. Die könnten wir jetzt halt einpacken. Wir haben nur kein Glas mit dabei. Deswegen müssen wir jetzt wieder nach Hause fliegen, denn wir werden uns heute mal um das Gebäude für die Bienen kümmern. Danach können wir das züchten und sowas machen. Wir haben jetzt die letzten zwei Folgen schon sehr viel mit der Theorie der Bienen gemacht und halt Bienen versucht zu züchten und sowas. Und hier wird das nicht viel anders sein. Wir bauen einfach die Bienen, füttern die dann mit den jeweiligen Blumen und dann breeden die einfach ein neues Baby. Dafür gibt es hier eben sehr viele coole neue Sachen, wie zum Beispiel die Zentrifuge, die auch ein Multiblock ist. Und es gibt zum Beispiel diesen Centrifuge Controller. Und da gibt es dann ganze Comb-Blocks, also 9 Stück praktisch, die man zusammen machen kann. Und daraus kriegt man unglaublich viele Sachen. Das heißt, hier steht zum Beispiel Multiblock-Only-Recipe. Das heißt, man kann es nur in der großen Zentrifuge machen. Und da kriegt man aus einem so einem Honeycomb-Block 124 Kohle. Was halt ultra viel ist. Vor allem, weil das einfach nur 9 Comb-Dinger sind. Das heißt, wenn wir das hier haben, wir kriegen zum Beispiel 9... Okay, Kohle ist ein bisschen extrem, aber wir kriegen hier dann trotzdem 9 Dias direkt aus diesen Sachen raus und können so eben noch besser die Rezepte dann später verarbeiten. Und wir haben eine coole Maschine, die wir irgendwo bei uns in das Gebäude reinstellen können. Unsere Hütte soll natürlich hier drüben mit hin. Das heißt, wir reißen den Stall hier jetzt erstmal wieder ab. Da kommt nämlich sehr viel neuen Stuff dran. Die Blumen kommen weg. Die ganze Erde, die hier ist, wird wegkommen. Zumindest zum sehr großen Teil. Also ich möchte das hier auf jeden Fall ebener machen. Wahrscheinlich sogar bis auf diese Höhe hier runter. Das heißt, wir bauen uns gleich mal ein paar Vanilla Excavator und Vanilla Hammer. Hammer haben wir eh noch. Excavator brauchen wir noch. Dann tragen wir das Ganze ab und dann bauen wir hier ein kleines neues Gebäude dran. Machen wir einfach mal einen Diamond Excavator, I guess. So, und dann machen wir uns nochmal dieses Eternal Stellar Ding. Dann können wir den auch gleich machen. Dann ist der Unbreakable. Und dann haben wir unseren Hammer, genauso wie unseren Excavator, und tragen damit den Berg ab. So weit, so gut. Jetzt können wir eigentlich einfach
mit Weinmeiner hier drüber rennen und die ganzen Sachen einfach so abbauen. Ich habe einfach unten abgetrennt. Dann müssen wir nicht alles abbauen, sondern können das einfach so machen. Da kommt es gleich lauter Baby Creepers. Aber dann haben wir hier unsere erste freie Fläche. Die tauschen wir komplett aus. Und dann können wir uns um das Gebäude kümmern. Das machen wir so ein bisschen verwuchert und sowas, damit wir da auch genug Platz haben, um unsere ganzen kleinen Bienenställe einzubauen. Alright, wir haben ein bisschen Holz, wir haben ein bisschen White Stained Glass. Wir können uns schon mal so die Basic-Dinger davon machen. Irgendwie, what? Das Spiel crasht, wenn ich mir einen Stick baue? Das ist ein bisschen doof. Das sollte normalerweise nicht passieren. Ja, das habe ich, glaube ich, auch noch nicht erlebt. Aber jetzt sind wir wieder hier. Server läuft wieder. Das heißt, wir können uns um das Gebäude kümmern. Und ich habe auch gerade schon mal ein bisschen geguckt, wie groß wir ungefähr bauen wollten. Allerdings ist mir dann eingefallen, dass Resourceful Bees nochmal ein bisschen etwas Neues hier drüben mit reinbringt. Wodurch wir vielleicht sogar eine etwas andere Lösung brauchen werden. Also müssen wir mal schauen, aber könnte sehr gut der Fall sein. Ich setze einfach mal hier ganz kurz einen Block hin, in der Hoffnung, dass das schon mal ungefähr so ein bisschen passen könnte. Und dann gehen wir hier ein bisschen weiter vor, vielleicht sogar drei Blöcke. Und dann können wir uns langsam aber sicher die Größe unseres Gebäudes vorstellen und hier mit dem Fundament mehr oder weniger schon mal outline. Okay, in Resourceful Bees gibt es ja nicht nur die gleichen Hives wie davor, sondern es gibt auch zum Beispiel eine Apiary und das ist ein Multiblock. Das heißt, die Apiary ist ein 7x6x7 Multiblock, riesiges Teil und darin können 9 verschiedene Bienen was machen und wir kriegen 8 Honeycomb Blocks. Jedes Mal, wenn die was machen, wenn ich das richtig verstehe. Also, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Wir machen erstmal unseren... Was war da gerade mit dem Netherstar? War da gar nicht hier irgendwo was mit einem Netherstar? Hier! Achso, die Tier 4 Apiary braucht einen Netherstar. Okay. Ja, also das wäre natürlich sehr cool, wenn wir das bekommen. Ich werde mich mal noch informieren, wie das Ganze funktioniert, damit wir auch ein bisschen besser eine Ahnung haben, wie das Ganze später aussehen soll. Aber grundsätzlich würde ich jetzt einfach ganz gerne nach hinten gehen. Das heißt, wirklich relativ weit sogar. Einfach hier brrp, bis, I don't know, hier hin irgendwie. Und dann haben wir schon ein sehr großes Gebäude. Und das gleiche natürlich in die andere Richtung. Und hier müssen wir jetzt gucken. Das hier wird erstmal unser Außenpfosten. Und dann habe ich normalerweise, ich habe ja extra noch ein Wireless-Ding hingemacht, Stone geschmolzen. Oh, aber den habe ich noch nicht geholt, ne? Gehen wir ganz kurz nochmal hier hin. Hello, Mr. Enderman. Genau, Smooth Stone haben wir uns praktisch gemacht. Und den benutzen wir hier für die untere Seite von unseren Fenstern praktisch. Das heißt so, und darauf kommen dann unsere Fenster. Genau dasselbe wird auch hier eigentlich der Fall sein. Also müssen wir mal gucken. So, das hier zum Beispiel. Aber ich glaube gar nicht so weit hinten, sondern lieber weiter vorne. Gucken wir dann gleich mal. Trotzdem können wir so ungefähr sagen, wie groß der Platz innen sein soll. Das heißt, wenn wir das hier einfach wirklich überall durchziehen, dann können wir ja schon ziemlich grob was sagen. Als Beispiel, wir brauchen 3 Blöcke, also ich wollte erst so 3x3 Kabinen oder sowas machen, dann hätten wir das hier schon mal. Dann hätten wir hier zwischendrin wieder was Neues, also beispielsweise, I don't know, Glass Panes oder sowas, nehmen wir hier jetzt einfach mal Dirt als Abtrennung. Dann hätte ich in der Mitte gerne einen Dreiergang, damit wir da einfach immer chillig entlanglaufen können, wieder eine Abtrennung und dann würde hierhin so gesehen der nächste kommen. Dann hätten wir dieses riesige, Gebäude. Das, aber passt eigentlich ziemlich gut drauf, ne? Und wenn wir jetzt die Apiary später noch haben, die war ja 7 Blöcke, das heißt, wir hätten 1, 2, 3 in die Richtung, ja, dann hätten wir 2 Blöcke überall noch Platz, die wird also auch locker überall hinpassen, wo wir das Ganze bauen wollen würden. Ziehen wir das hier mal komplett rüber. Also ich hoffe mal, ich habe mir für das Gebäude so eine kleine Vorlage rausgesucht und die würde ich gerne ein bisschen nachbauen, aber auch modifizieren. Ich hoffe mal, das Ganze passt später und sieht gut aus, so wie ich mir das vorstelle. Wir werden sehen, aber hier haben wir jetzt erstmal praktisch das... Warte mal, das hier kommt ja gar nicht hin, ne? Nee. Ein bisschen müssen wir selber auch noch mitdenken. So, in die Richtung wird das dann eher gehen. Dann haben wir das hier so. Hier vorne kommt dann eben unsere Türe rein und das ist dann der Haupteingang in diese Base so gesehen. Hier genau dasselbe wieder und da müssen wir jetzt einfach nachzählen, wie viele Blöcke das bis hier rüber geworden sind. Von diesem Block aus, das sind 2, 4, 20 Blöcke sind das. Eieieiei. Dann haben wir 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, there we go. Und das wäre dann praktisch der nächste Pillar hierfür. Und dann gehen wir da jetzt, wie viele Blöcke rüber? Das ist Mitte, 1, 2, 3, Mitte, 1, 2, 3 und Corner. So, dann hätten wir das hier und da würde es dann wieder komplett zurückgehen bis auf die andere Seite. Wird jetzt nicht ganz reichen, aber, also uns fehlen wahrscheinlich so, I don't know, 15 Blöcke, 10 Blöcke oder sowas um den Dreh. Oh nein? Okay, sorry. Ich bin ein bisschen dumm, glaube ich. Ja, das wär's. Unser längliches
unser länglicher Grundriss des Gebäudes. Dafür ist es, glaube ich, schon mal ganz okay. Und dann können wir die hier schon mal hochziehen, vielleicht so ein bisschen. Gehen wir schon mal auf 5 Blöcke oder sowas. Das Dach bin ich gespannt. Das wird natürlich ein bisschen anders bei meinem Gebäude, weil wir natürlich auch sehr viel größer sind als das Gebäude mit davor. Und wir machen die auch nochmal überall das Fundament praktisch aus den vorherigen Steinen. Da kommt dann auch noch ein bisschen Deko und sowas davor. Dann fällt das nicht ganz so auf, dass das hier überall so draufsteht. Aber generell, glaube ich, ein ganz gutes Design. Ich würde natürlich eigentlich auch ganz gerne noch so eine Unterteilung reinmachen. 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 6, 8, 10. Das ist ein bisschen doof. Ja, mal gucken. Lassen wir das hier erstmal weg. Wir machen später auch noch so kleine Zäune praktisch vor die Fenster. Als so eine Art Unterteilung. Vielleicht sieht das dann schon mal ganz cool aus. Werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Aber für jetzt könnten wir theoretisch schon mal anfangen, die Fenster zu machen, oder? Wir nehmen uns mal Cobblestone, Slabs oder Treppen. Das ist die Frage. Nehmen wir erstmal Slabs. Das sieht gar nicht so aus, wie ich das wollte. Oh Gott. Da kommt dann später ein bisschen Deko und so Stuff drauf. Ich glaube, es wäre aber trotzdem ganz cool, wenn wir zwischendrin noch mehr... Ja, wie nennt man das? Wenn wir zwischendrin noch mehr Unterteilungen haben. Also wahrscheinlich bauen wir die noch mit dazu. Wird sich für das Fenster theoretisch gar nicht so viel ändern, glaube ich. Ich bin gerade überlegen, ob wir hier auch so eine Säule hinmachen wie da, weil wir das ja richtig begrenzt haben. Würde eigentlich nur passen. Ne? By the way, ich habe auch keinen Optifine mehr drin. Deswegen wundert euch nicht, wenn die Glasscheiben nicht connected sind. Das hat seit dem neuesten Update, das ich gemacht habe, praktisch nicht mehr funktioniert. Vielleicht mit OptiForge müssen wir nochmal probieren, weil eigentlich wäre ein Connected Texture schon ziemlich nice. Aber mal gucken. Vielleicht kommt das ja irgendwann wieder mit dazu. Das wäre, wie gesagt, sehr, sehr cool. Das wäre jetzt die erste Scheibe. Jetzt bauen wir ein bisschen Spruce Fences und Spruce Fence Gates. Ich hoffe mal, er crasht jetzt hier nicht gleich wieder on uns. Das wäre irgendwie nicht ganz so gut. Das sind sehr viele Fence Gates. Das sind nicht sehr viele Fences. Das sind immer noch nicht sehr viele Fences. Was sind das denn gerade? Sticks oder? Okay, Sticks. Aber Sticks haben wir auch noch hier. Machen wir so und dann haben wir 48. Alrighty. Ja, normalerweise würde das Ding jetzt hier praktisch in so einem Zweierabstand überall hinkommen. Das heißt so und dann hier, ich hoffe mal, ja, da wieder ein Fence-Game mit dazu. Und dann variieren die Abstände immer so ein bisschen. Das heißt, die können wir dann mehr oder weniger selber festlegen. Obviously. Ist ja die Frage, wie viel wir da haben wollen, ne? Ob es irgendwann too much aussieht, wenn wir jetzt irgendwie alle drei sowas machen. 1, 2, 3. Dann hätten wir hier 1, 2, 3. Ja, genau. Und da hätten wir schon wieder eine sehr ungerade Zahl, die da nicht so cool ist. Machen wir einen 4er-Abstand. Ich denke mal, das passt bei dem großen Fenster vielleicht sogar ein bisschen besser mit dazu. Ziehen wir die mal ganz kurz hier hoch. Und dann haben wir praktisch 2 ganz am Rand. Und zwischendrin haben wir dann 3x4. Also so. Dann haben wir... Sind das 4? Ja doch, okay, also 2, 4, 4, 4, 4 und dann ist das praktisch so unser kleines Ding. Vielleicht noch ein bisschen zu wenig unterteilt, aber es soll natürlich auch groß sein und groß aussehen hier, gerade in dem Haus. Dann gehen die Fenster natürlich noch weiter rüber zu dem hier. Ich denke mal, da ziehen wir einfach so eins dazwischen rein und hier vorne können wir auch schon mal den Zaun so ein bisschen mit hochziehen. Jetzt bauen wir noch eine Menge neues Glas zu der Base wollen wir, ne? Genau, okay. Werfen wir das hier mal ganz kurz da rein. Wir brauchen natürlich gleich auch noch ein bisschen mehr normalen Stone, also Clean Stone, den wir dann nochmal schmelzen für Smooth Stone. Und wir brauchen White Dye. Machen wir uns mal ganz kurz einen Stack, damit wir uns White Stained Glass bauen können. Wir haben hier auch nochmal so einen Stack normales Glas. Das nochmal über einen Stack. Das ist ganz cool eigentlich. Da haben wir aber noch sehr viel mehr. Dann werfen wir den Cobblestone hier drüben rein. Das hier mit dazu. Und dann haben wir nochmal einiges an Stein mit dazu. Das wird dann gleich unser Cleanstone. Den holen wir uns gleich nochmal ab. Jetzt bauen wir erstmal die Fenster hier drüben wieder fertig. Die ziehen wir hier hoch. Hier zwischen rein können wir eigentlich auch schon mal überall die ganzen Fenster ziehen, oder? Also spricht eigentlich nicht so viel dagegen, würde ich sagen. Da kommt ja dann, wie gesagt, unsere Tür rein. Das brauchen wir gleich. Und dann kommt noch mehr Deko und so mit dazu. Vielleicht kümmern wir uns schon mal um den Eingang. Ich glaube, das war kein richtiger Satz, aber ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Ein paar Slabs mit dazu und die kommen jetzt einfach nur hier oben drüber. Ah, dass die Slabs immer in die andere Richtung zeigen, ne? Eigentlich cool, aber trotzdem auch manchmal ein bisschen nervig. So, und dann können wir hier davor sogar schon anfangen, unser erstes kleines Dach zu machen. Das Dach hier ist noch easy, also das können wir uns eigentlich mehr oder weniger komplett abgucken. Aber das zweite Dach, das sehr, sehr längliche, das müssen wir dann wieder selbst unterteilen und wahrscheinlich auch ein bisschen verändern, weil es sonst sehr breit und sehr hoch werden wird. Dann müssen wir mal gucken, wie das später aussieht. Hier einfach schon wieder ein Rattendoktor. Das geht. Das ist soweit der Anfang von unserem normalen Dach. Sieht soweit, glaube ich, schon mal ganz cool aus. Wir könnten hier natürlich noch Stairs mit reinmachen, also hier unten drunter. Aber vielleicht sieht das gar nicht so cool aus, weil wir dann hier oben auch so eine Art
Dach machen können, wo Licht einfällt, sagen wir einfach mal. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Das heißt, das andere Dach, das wird natürlich dann später bis hier rübergezogen, was sehr, sehr tief ist tatsächlich. Und hier connectet das dann höchstwahrscheinlich sogar schon an das nächste, oder? Das heißt, wir würden dann hier rüber gehen, so. Wir haben auch hier drüben den super krassen Fehler gemacht. Die Gates müssen nämlich eigentlich weiter nach unten. Deswegen sah das gerade so ein bisschen weird aus mit dem Dach. So, und dann können wir auch praktisch die Stairs, die wir hier gebaut haben, benutzen, um die zu connecten zu dem Dach hiervon. So, okay. Dann sieht es nämlich sehr viel cooler aus. Und natürlich wollen wir nicht irgendwie hier sowas Komisches machen, sondern einfach nur nach hier drüben das connecten. Dann können wir schon mal anfangen, das Dach nach oben zu ziehen. So auf die Art und Weise hier drüben. Wir können sogar, das ist normalerweise auch noch sehr cool, also es wird auch sehr viel mit Terrakotta und so gearbeitet. Ich glaube, das möchte ich hier jetzt nicht unbedingt, vielleicht noch, aber wir könnten hier zum Beispiel noch sowas oben drauf bauen, als so einen kleinen Zipfel mit dazu, der nach oben steht. Und dann können wir das auch noch weiter nach hinten ziehen, gerade auch wieder mit den Fensterscheiben und sowas. Und auch apropos Fensterscheiben, wir werden hier sehr viel mit so Dachfenstern mehr oder weniger arbeiten. Das heißt, auch hier schon zum Beispiel würde so ein kleines Dachfenster entstehen, was wir dann immer an die Abstände von unseren vorherigen Dingern anpassen können oder auch einfach komplett neue Abstände irgendwie machen. Aber ich glaube, wir passen so ein bisschen daran an. Maybe? Vielleicht sind Viererfenster auch viel zu groß, ne? Sonst können wir hier halt immer noch kleinere Abstände oder sowas reinmachen. Mal gucken. Sonst wäre das jetzt eben so. Viererfenster, obwohl eigentlich geht ein Viererfenster klar, oder? Also mal schauen, wie das später praktisch im Gesamtbild aussieht, ob das way too much ist oder ob man das trotzdem noch irgendwie handeln könnte. Wäre natürlich sehr cool, wenn man es trotzdem noch, also wenn man es noch machen kann. Ich hoffe es soweit einfach mal. Wir gehen hier auch mit dem Glas komplett nach oben. Also wir verbauen sehr, 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 sehr viel Glas. Aber die Bienen brauchen natürlich auch Tageslicht, ne? Was soll man machen? So, dann haben wir das hier. Hier geht es auch wieder nach oben. Und da arbeiten wir ab jetzt mit richtigen Blöcken. Das heißt, hier würde das hinkommen. Und ab dort können wir dann, glaube ich, auch wieder sowas machen. Dann gehen wir hier zwei Blöcke nach oben. Und da wird es halt ein bisschen tricky, weil unser Dach wahrscheinlich ein bisschen breiter wird als das ursprüngliche. Also das ursprüngliche Dach läuft natürlich so zu und wir sind noch nicht ansatzweise dort, wo wir sein wollen. Also mal schauen, ob wir oben dann auch einfach ein Flachdach machen. Könnten wir vielleicht machen, wäre gar nicht so unsinnig eigentlich. Also nicht Flachdach, aber ich baue erstmal zu Ende und dann kann ich euch erklären, was ich damit meine. Und das hier oben müssen wir jetzt praktisch wieder miteinander connecten. Das heißt, höchstwahrscheinlich würde ich dann irgendwie sowas hier machen und dann hier nicht ein, also so eine Art Flachdach machen. Wisst ihr, wie ich meine? Also hier würde es dann wahrscheinlich sogar ein Slab werden oder so. Irgendwie das hier in die Richtung. Und dann hier oben ziehen wir das hier rüber. Dann haben wir halt ein sehr, sehr, sehr krasses Fenster hier. Aber ich denke mal, das würde am besten zu dem Style von diesem Gebäude hier passen. Hoffe ich auf jeden Fall. Ich würde sagen, ich baue jetzt das Gebäude soweit erstmal fertig, mehr oder weniger. Also ich kümmere mich mal darum, dass das ein bisschen nach einem Gebäude aussieht. Und dann können wir immer noch unseren eigenen Touch und so. Ja, sieht schon ein bisschen sehr nach einer Scheune oder sowas aus, jetzt gerade von der Form, ne? Aber mal gucken. Ich würde sagen, wie gesagt, ich mache das jetzt und dann können wir gucken, dass wir so unseren eigenen Touch noch ein bisschen mit reinbringen, damit das seinen eigenen Charme bekommt, damit es zum Rest der ganzen Sachen, die wir hier haben, passt. Und gerade auch hier drüben bei der Fabrik, da haben wir natürlich immer noch kein Dach gebaut, ne? Hier ist jetzt gerade das Dach eines der ersten Dinge, die wir angehen, weil ich es eigentlich auch ziemlich wichtig finde. Aber bei der Fabrik, ich weiß absolut gar nicht, was wir da für ein Dach bauen werden. Okay, also, ich baue einfach mal ganz kurz ein bisschen. Okay, hoffentlich ist das Update, das ich euch zeigen kann, relativ groß und relativ zufriedenstellend. Das ist gerade der Anfang unseres Bienengebäudes. Es ist doch sehr viel cooler geworden, als ich am Anfang gedacht habe, als ich es angefangen habe zu bauen. Ich habe das ganze Holz nochmal zu Dark Oak Wood geändert. Dark Oak Wood. Dann sieht es einfach ein bisschen cooler aus. Und ich glaube, ursprünglich sollte es auch mit Dark Oak Wood gebaut sein. Ich habe gedacht, Spruce sieht nicer aus, aber war nicht unbedingt der Fall. Das ist jetzt gerade das Haus. Natürlich sehr viel Glas. Wie gesagt, das ist auch so ein bisschen der Sinn davon. Ein bisschen das Design, für das ich gehen möchte. Ich habe gerade basic angefangen, ein bisschen Blätter drauf zu machen. Gefällt mir noch nicht so gut. Also die Blätter auf jeden Fall, aber so wie sie gerade geplatziert sind noch nicht. Ich glaube, ich gehe für ein bisschen dickere Stränge. Also vielleicht so zwei dick oder manchmal vielleicht sogar noch dicker. Es soll eben einfach ein bisschen verwuchert, ein bisschen natürlich und sowas aussehen. Hier vorne kommt natürlich noch sehr viel mehr Deko hin. Das heißt, hier kommen so kleine Blumen mit dazu. Hier vorne werden Büsche und sowas mit dazu gebaut. Also praktisch vorne mit drin natürlich wird das hier alles noch Glas. Es soll eben einfach
einfach sehr natürlich und ein bisschen verwuchert aussehen. Und dann kommt man rein, es ist noch ein bisschen wie die Fassade von Skyworld damals, von unserem Zeppelin, wer sich daran noch erinnert. Und ja, innen sieht es gerade so aus. Natürlich, wie gesagt, auch hier sehr viel Glas, sehr viel Licht, was ich sehr cool finde. Das hier wird alles komplett Glas, hier wird komplett Glas, das Dach wird wieder komplett Glas. Und hier drüben weiß ich noch nicht genau, wie wir das regeln. Also wie wir hier irgendwie den Einfall und die Abteilungen und sowas machen. Aber generell bin ich tatsächlich sehr zufrieden damit. Das heißt, da können dann unsere Bienen rein. Wir haben mehr als genug Platz, verschiedene kleine, ich sag mal so, Zuchtkästen oder sowas zu bauen, wie wir es hier gesagt haben. Ich denke mal, da arbeiten wir dann zum größten Teil einfach mit Glass Panes tatsächlich auch. Ich würde jetzt einfach nochmal ganz fix den Boden austauschen, damit das auch gleich mal fertig ist. Und es ist so krass, wie viel Holz man einfach von diesen Bäumen bekommt, ne? Und vorne noch ein bisschen das Gras machen, damit das da auch von vorne wenigstens schon mal ein bisschen schöner und cleaner aussieht. Das sieht doch schon sehr viel cooler aus. Einfach nur, wenn hier vorne Gras mit dabei ist. Wie gesagt, da kommen dann noch Büsche hin. Vielleicht sogar nochmal ein bisschen was anderes, damit es nicht ganz mitten auf der Erde steht. Mal gucken, hier dann noch so ein paar kleine Blumentöpfe und innen drin haben wir jetzt erstmal den Boden, so wie das Ganze aussehen soll. Dann würde ich sagen, baue ich das Gebäude jetzt einfach noch zu Ende und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann können wir uns endlich um die Bienen richtig kümmern. Ist jetzt schon sehr viel zu lange, aber wir haben natürlich sehr viele Probleme gehabt und sehr viele Sachen geändert. Aber in der nächsten Folge machen wir dann unsere Bienen. Ich kann mal ganz kurz gucken, vielleicht geht jetzt sogar das Rezept wieder. Ja, okay. Irgendwie ist das sehr weird, immer wenn ich das erste Mal auf den Server komme und mein Modpack neu gestartet habe. Also wenn alles das erste Mal ist hiervon, dann kann ich mir die Rezepte angucken. Aber wenn ich jetzt reconnecten würde, dann nicht mehr. Das heißt, so funktionieren die Sachen für zum Beispiel eine Eisenbiene. Wenn wir da einfach mal gucken. Iron Bee. Dafür brauchen wir eine Crystalline Bee und eine Rocky Bee. Und das sind beides Bienen, die wir finden müssen. Das heißt, wir müssen morgen nochmal ein bisschen Bienen suchen gehen. Und dann müssen wir die Bienen züchten. Wir bauen uns die Apiaries. Und dann haben wir endlich tatsächlich unsere Rohstoffe. Okay, also das war's von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns morgen um 16 Uhr wieder. Also da rein. Ah, das sieht schon cool aus, wenn man das Gebäude jetzt hier... Es ist sehr groß. Das muss man auch mit dazu sagen, aber es sieht schon cool aus. Mal schauen, ich bin gespannt, wie das mit der Fabrik hier später noch aussieht, so in Kombination. Aber wenn man das jetzt so sieht als unsere generelle Area, wo wir uns bewegen, eigentlich schon ganz nice, mit dem Staudamm noch dazu. Okay, also bis morgen. Peace.